Gut, ey, das ist aber ganz schön fast hier wieder. Und das wird immer fast. Ah, was geht denn hier ab? Ey, Alter! What the fuck? Retro Gaming. It's a new time. It's come a long time. Talk now, we're Amiga. It's come a long time. Ein herzliches Hallo, liebe Retro-Gaming-Fans! Tomaniac am Start mit der neuen Folge der CD-Rumtreiber am Amiga 2000. Ja, was mache ich hier eigentlich, Mann? Ich bin immer noch auf der Amiga CD Sensation Golden Games unterwegs. In der Action-Schublade. Das sieht aus wie ein Racer. Die Frage ist, steuert sich das... Aha! Select Players. Joystick Player 1, Yellow. Der Rest ist Computer. Okay. Options. Serial, Normal, Direction, Labs 4, Anfänger. Ja, klingt erstmal nicht schlecht. Aber ich sage, wir machen mal Play. Mal guck mal, was das ist. Das grafisch sieht das ja schon gar nicht schlecht aus. Ist das so isometrisch? Jau! Aha, mit Knopfdruck gibt man Gas. Alter, das sieht ja richtig geil aus. Ich muss jetzt mal gucken, wie man hier fährt. Da, wie geil ist das denn bitte? Auch wenn ich hier gerade kein Land sehe, aber grafisch gefällt mir das echt gut. Das erinnert mich an RC Pro-Am fürs NES. Total. Ich weiß nicht, ob man hier auch irgendwelche Extras einsammeln kann, aber... Das ist ja echt krass. Das gefällt mir. Es läuft super flüssig. Vielleicht wird hier auch meine Turbokarte unterstützt. Ich bin zwar auf dem letzten Platz, aber irgendwie bin ich trotzdem gehypt. Ich muss sagen, das gefällt mir. Auch wenn ich hier gerade nicht wirklich Land sehe. Das gefällt mir trotzdem. Ha. Okay. Gibt es da noch eine andere Möglichkeit, irgendwas zu zocken? Serial. Ja, da kann man wahrscheinlich die Seriennummer ausnehmen. Normale Direction. Anfänger. Ja, lass das mal einfach so. Also, das sieht richtig geil aus. Computergegner sind auch ganz schön stark. Also so wie es aussieht, interessant wird es, wenn man das zu zweit gegeneinander zockt oder so. Schade, dass mein bester Kumpel The Shadow Snows nicht in der Nähe ist. Mit dem das zu zocken, das macht bestimmt Spaß. Oh, Alter. Ich sehe schon wieder kein Land. Weil es driften und so, das sieht nicht unrealistisch aus, finde ich. Dang. Ich habe hier wieder so richtig Chance, ne? Ich bin richtig... Ich hab's wieder voll drauf. Ich weiß jetzt schon, dass ich den letzten Platz machen werde, aber es geht ja auch drum... eben, ich hab's jetzt zum... Ich spiele zum ersten Mal in meinem Leben. Ich würde sagen, einen Versuch gebe ich dem noch. Aber es geht ja auch drum, dass ihr mal seht, was ist denn hier so auf der CD und so. Was haben wir denn da für Games? Und sind da Games bei, wo man sagt, hey, die sind eventuell mal einen zweiten Blick wert? Das hier ist sicher so eins. Also, das gefällt mir. Auch wenn ich gerade hier so gar kein Land sehe, aber es gefällt mir trotzdem. Boah, Schlitter. Eieiei. Eieiei. Voll am Abschleudern. Hilfe! Oh. Also es gefällt mir sehr gut. Ich kenne das gar nicht. Ich habe das noch never gesehen. Ja. Okay. Aber wir exiten das mal in eine Workbench rein. Ich muss sagen, Game 1 in dieser Folge, check, gefällt mir.
Wunderbar, das ist ja wirklich nice. Solid Quad. Gucken, was das sein soll. Ist das auch ein Racer? Funzt es denn? Wie Sie sehen Sie erstmal nichts. Was du machen? Nix erstmal. Ich frage mich, ob da wirklich noch was passiert. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl. Nee. Ich glaube, ich werde hier wieder mal technisch bedingt schneiden müssen. Und dann bin ich da hoffentlich gleich drin. Und wenn nicht, dann bin ich im nächsten Game drin. So machen wir es einfach. So, das Solid Squad wollte leider nicht laufen. Deswegen habe ich das nächste geladen. Spacewalker. Ich habe wieder mal keine Ahnung, was uns erwartet, denn mehr als dieses Bild hier habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ich bin also auch nicht weiter als ihr in dem Moment. Und ich hoffe, dass das unkompliziert steuerbar ist. Am besten gleich mit dem Feuerbutton. Ich, ja, doch, da tut sich was. Press Space for the Instructions, press Fire to start action, escape, leave to DOS. Okay, man kommt ja auf jeden Fall wieder raus. This piece of software is freeware. Okay, ich hoffe, ich komme da klar. While playing, press space to pause. Look for menu, fire to collect items. First deck, get ready. Wo bin ich? Ich bin das. Fire to collect items. Ich habe einen Schlüssel. An diesem Bildschirm kann ich nichts machen. Ich sehe aus wie ein Sparschwein. Kann ich da rein? Was ist das? Ich frage mich, kann man das für irgendwas brauchen? Denn ich sehe nicht, dass ich da irgendwo Batterien. Irgendwas habe ich jetzt an und da ausgeschaltet. Ich habe da irgendwas. Weiß ich nicht. Was ist das da alles? Energy, das hat Energie gekostet. Wahrscheinlich habe ich verloren. Energie out. Okay. Habe ich das jetzt verstanden? Nein. Okay, also auf ein neues. Die Sachen, die man da eingesammelt hat, die sind weg. Okay. Kann ich hier durch? Kann ich. Ja, da ist ein Schlüssel. Ich glaube, da hinten durch das Rote werde ich wohl nicht können. Männer, sind das dann Feuerlöscher? Ja, was sollen das für Sachen sein? Das umgefallen. Einfach so. Was ist denn das? Staubsauger? Ist das egal, wenn das umfällt? Ich habe doch keine Ahnung. Erkunden wir das mal weiter. Ist hier irgendwas Spezielles? Nö. Da ist was. Ich weiß noch nicht, was es bewirkt hat. Und hier bei diesem. Oh, ist das hakelig. Bei diesem Computerterminal-Ding. Da kannst du nichts machen. Das Ding grinst dich an, das smilet da so rum. Nein, diesem PC kann ich nichts machen. Und das schlotzt mir Energie weg. Ganz toll. Aber warum? Und dann ist da die Anzeige leer. Ich hätte vielleicht doch die Anleitung lesen sollen. Hätte möglicherweise Sinn gemacht. Ich kann das da einsammeln, aber was bringt mir das, ist die Frage. Schlüssel. Da hinten ist noch ein Computer. Ich bin da in diesen roten Strahl reingeditscht. Okay. War wohl nicht so eine gute Idee. Ich komme hier nicht durch. Tja, dann ist das wohl so gedacht. Warum, weiß man nicht. Bei
bei den Computern hier, da ist ja wohl auch nichts, oder? Ist da irgendwas Interessantes zu wollen? Was war mit Space? Ich bin braun. Und pausiert. Aha, das ist einfach nur irgendwie Pause. F-Tasten. Nicht näher erläutert. Gut. Irgendwann spätestens wird die Zeit abgelaufen sein. Was ist das? Ich sehe eine Diskette. Die passt nicht zufällig hier rein. Nö. Passt sie zufällig hier irgendwie? Nein. Hat anscheinend nichts wirklich zu bedeuten. Oder? Wieso ist das hier so? Muss man doch irgendwie daher? Aber nicht jetzt anscheinend. Na, hier kannst du anscheinend mal so gar nicht lang. Hat sich erledigt. Muss ich ja hierher, ne? Ja, und die Zeit wird langsam knapp. Hakel. Versuchen wir es mal hier links rum. Full, low. Aha, ein Teil meiner Energie wieder aufgefüllt. Nur damit ich sie hier wieder los bin. Ja, Kia, ich weiß auch nicht, was ich hier machen muss. Rauf, auf und nieder hier. Ja, jetzt ist die Zeit abgelaufen. Time out. Ich glaube, das reicht aber auch. So, ich würde sagen, ich habe genug von diesem Game gesehen. Wie war das mit Escape? Kommt man hier raus? Escape to Leave to DOS. Das war Space Walker. Jetzt fehlt uns noch ein weiteres Game hier. Nämlich, ja, wir schauen mal, was haben wir denn da? Speedball. Hey, das ist bestimmt nicht das Speedball, was man so kennt von... war nicht Psygnosis oder... Nee, Quatsch. Hallo? Ach, man steuert das mit. Man steuert das, ist es viel zu schnell. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Und das geht doch viel zu schnell. Hallo? Ich kann überhaupt nichts machen. Ich habe einen Schlüssel. Jetzt geht er wieder zurück. Geht's eigentlich schon los, oder was? It's me too fast. Ich kann hier nichts steuern. Ja, dann ist der Fluch der Turbokarte, ne? Kommen wir hier wieder raus? Scheiße, das ist mir zu schnell. Natürlich kommen wir nicht raus, oder? Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Tja, und ich kann leider die Turbo-Funktion nicht ausschalten. Das heißt, es ist mir jetzt einfach zu schnell. In dem Moment würde ich sagen, ich mache hier nochmal einen technisch bedingten Schnitt und hoffe, wir kriegen noch ein Game hier rein in diese Folge, welches halbwegs vernünftig spielbar ist. Das wäre nämlich nicht so verkehrt. So, wieder drin. Mit dem nächsten Game, welches sich nennt Squirm. Squirm? Press Fire? Keine Ahnung. Also auch hier wieder... Ich habe es noch nicht weiter ausprobiert. Das, was ihr seht, sehe ich jetzt hier auch zum allerersten Mal. Ich sehe aber, dass ich mit dem linken Mausbutton aus dem Game wieder rauskomme. Das ist schon mal gut. Für den Fall, dass was schief geht. Ach du je. Kann mir mal jemand sagen, was ich hier machen muss? Ah, ich muss das da einsammeln. Ich kann mit dem Feuerbutton nichts machen. Ich kann also nur ausweichen. Ne? Ah, das gibt Points. Ich muss hier einfach dieses blinkende Zeug einsammeln. Also dieses Zeug, was die... Es ist ein bisschen hakelig zwischendrin. Was ist passiert? Wo bin ich? Wow, ey, was ist hier los? Wieso ist das in dem Turbo-Modus so... Pff, ey, was ist passiert? Alter! Nochmal. Unter welchen Umständen ist das denn?
Da hat's mich erwischt. Also irgendwann, aber da habe ich keinen Einfluss drauf. Und dann wurde das irgendwann so dermaßen fast. Scheiße. Da ist man mal schnell chancenlos. Das wurde ja gerade mega schnell. Was ist denn das jetzt? Und nun? Jetzt konnte ich den Feuerbutton drücken und da ist ja mordsfast, ey. Da ist überhaupt keine. Und jetzt? Was geht hier ab? Okay. Es ist ja nicht uninteressant, ne? Aua. Wir kriegen doch noch mehr zu sehen, als ich gedacht hätte. Also das Motto heißt, lass dich nicht erwischen. Das ist nur nicht so einfach, glaube ich. Boah. Ja, und ich weiß nicht, wann ich irgendwie Knopf drücken kann und dann passiert was. Und ich bin dann irgendwie... Auch hier, was ist das jetzt? Das ist ja praktisch wie Snake. Wie lange hält denn das an? Das geht auf Zeit. Jetzt bin ich wieder hier. Aha. Ich weiß nicht, nach welchem Kriterium das geht. Okay. Irgendwie nicht uninteressant. Also, es gibt auf jeden Fall Punkte für diese eingesammelten Dinger hier, diese weißen. Aber unter welchem Aspekt ich in dieses eine Level komme, das habe ich auch noch nicht kapiert. Da, wo das so turbo-schnell wird, wie da die Kriterien sind, keine Ahnung. Egal, Punkte, Punkte. Oh, jetzt geht das wieder los. Ah, dann kann ich die tatsächlich da einsammeln, die Viecher. Wenn ich sie alle habe? Was denn, wenn ich jetzt Knopf drücke? Dann bin ich schon wieder ganz woanders. Boah, und da hat es mich erwischt. Okay, interessantes Game irgendwie. Juck, 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 juck. Ich würde sagen, eins geht noch in der Folge. If you want the complete source code to this game, press the right mouse button. Kommt man denn da wieder rein? Raus. Später neu starten. Mal gucken, ob es auch so geht. Starbuster. Mal gucken, ob es auch so läuft. Das wäre noch cool. Wenn nicht, muss ich nochmal einen Schnitt machen. Okay. This game is shareware. If you like it, please send $5 oder 10 D-Mark. Ja. Geht das nicht mit Feuerbutton? Hey, das ist ein Breakout-Game und man steuert es mit der Maus. Juhu. Gut, ey, das ist aber ganz schön fast hier wieder. Und das wird immer fast... Ah, was geht denn hier ab? Ey, Alter! What the fuck? Help! Hilfe! Hilfe! Was war das denn jetzt bitte? Okay. Level 1 completed. Das ging ja voll ab. Nee, der wird aber auch sehr schnell. Sehr schnell. Da hatte ich jetzt aber irgendwie Glück. Hey, das ist hier so ein... So ein Feuerwerk, da muss ich erstmal reagieren drauf, da. Da, die ist ganz schön fix am Tun. Da kannst ja gar nicht überall deine Augen drauf haben. Und irgendwann ist dein Ende Gelände. Ach, bin ich schlecht. Aber sagen wir mal so, es ist nicht uninteressant. Ich habe diese Art Games, diese Breakout-Games, die habe ich früher echt gerne gespielt. Na, kommen wir da durch? Kriegen wir noch ein paar Steine ab? Weg? Ja, schön da oben bleiben. So ein Flachball. Oben, habe ich gesagt. Oben.
Oben. Mann, oh Mann. Das Ding ist ganz schön flott unterwegs. Ja. Da muss man wieder reagieren, doch meine Fresse. Habe ich jetzt Glück gehabt. Keine Ahnung, nach welchem Kriterium ich plötzlich einen Kleber am Schläger hatte. Aber na gut. Triff einfach was. Nein. Okay. Das war's. Ja gut. Ich muss sagen, das ist jetzt gar nicht so übel gewesen. Ne? Das konnte man sich eigentlich geben. Starbuster. So, damit lassen wir diese Folge auch mal gut sein hier. Der CD-Rumtreiber am Amiga 2000. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuschauen, wie ich ihn jedes Mal hier beim Ausprobieren habe. Guck mal, was es da alles gibt. Da gibt es ja richtig viel Zeug, was du da einsammeln kannst. Ja, und das geht teilweise doch recht flott ab. Ja, lassen wir uns doch mal überraschen, auch in der nächsten Folge. Wenn ihr dabei sein wollt und nichts verpassen, dann kann ich euch nur wärmstens empfehlen, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit ihr dann immer die neuesten News im Briefkasten habt. Ansonsten bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao, bis zum nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Euer Tomaniac.